Dann geht es jetzt wieder zurück nach oben. Doch hier mit Zwirbel, aber nach oben ist das irgendwie nicht so cool, deswegen lasse ich es weg. Der lange und beschwerliche Aufstieg direkt in die 12. Folge dieser Aufnahme. Wir müssen da vorne zu dem Cup. Nee, müssen wir gar nicht. Unser Boot ist ja hier. Ich hab's ja extra hier vorne gemacht, damit wir nicht jedes Mal davor laufen müssen. So. Nee, 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 du, 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 du. Wahrscheinlich total asynchron. Ne, 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 nö, 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 nö. Ja, ich sollte das lassen. So, was machen wir denn jetzt die nächsten 5 Folgen? Vorschlag? Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt das Portal. Die Frage ist nur, wohin? Also ein Unterwasserportal haben wir ja schon. Wir könnten ja mal ein reguläres im Haus machen. Aber dazu müssten wir uns erst einen Keller ausbuddeln. Und wer hat dazu schon Lust? Sieht schon irgendwie cool aus. Auch so von der Ferne. Ja, kann man eigentlich nicht meckern. Ah, Mensch, schlaf halt nicht ein. Na, na, na. Krass, der Witz. So, da sind wir. Hier sind immer noch diese Pseudoquellen, naja. Ja, bietet sich das dann hier überhaupt an, so portalmäßig? Nicht so recht, ne? Man könnte hier einfach ein Portal in so eine Tür reinmachen. Und wenn es an ist, ist es halt ein Portal. Und wenn es nicht an ist, ist es ein ganz normales Haus. Wäre eine Idee, finde ich aber doof. Und ich will hier eigentlich auch keinen Keller haben, wenn ich ehrlich bin. Wir können doch gucken, ob es hier in der Nähe noch ein Inselchen gibt. Zum Beispiel da hinten, da sehe ich einen Berg. Da fahren wir jetzt hin. Nachdem wir geschlafen haben. Wenn ich schon schlafen darf, aber sollte ich eigentlich. Und dann verbauen wir vielleicht noch schnell die Quarzstufen. Dann können wir nämlich schon mal ungefähr abschätzen, wie viel wir noch brauchen. So, die Erde nehmen wir als Baustellenleiter mit, wie immer. Und hier brauchen wir ja auch noch Steine. Haben wir die gebrannt? Ich wollte doch Steine brennen, oder? Ach ja, wir brauchten ja Kobbel. Genau, das war das Problem. So, dann kann das mal ein bisschen burnen. Und wir bauen uns jetzt hier mal kurz nach oben. So. Das reicht jetzt tatsächlich schon, weil hier innen brauchen wir es ja auf gar keinen Fall machen. Hm. Thank you.
Ja. Für den Anfang gar nicht übel. Jetzt könnte man noch eins rausziehen und ein bisschen länger machen. Dann ist das gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir bräuchten noch mal einen Stack Quarz. Der sollte dann reichen. Schau mal, wie viele Steine wir schon haben. Ob wir da vielleicht auch schon weitermachen können. Dass das Haus jetzt dann mal komplett überdacht ist. Oh ja, das brennt schnell. Sonst geht uns dann hier die Kohle aus, so langsam. Genau. Ja, das sollte ja, das ist ja, huhu. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Mensch, jetzt fahren wir doch nicht Portal bauen. Jetzt haben sich schon wieder alle gefreut, ne? So. Aber jeder will hier natürlich auch ein Dach drin haben, das ist ja klar. Haus ohne Dach ist ja kein Haus. Mehr so ein Trichter. So, gleich ist das Dach soweit fertig, dann können wir es von oben noch finalisieren. Weil wir da immer noch die Wahl haben, es vielleicht doch mit Quarz zu machen. Also diese Zwischenräume. Damit es auch von oben schöner aussieht. Die Möglichkeit hätten wir natürlich. Und auch, weil ja das Sprungbrett ins Meer noch ein Thema ist. Kann es natürlich auch sein, dass wir hier nochmal durch müssen. Weil ich aber noch nicht weiß, wo sich das anbieten würde. Bleibt das jetzt erstmal hier so. Vielleicht wird das dann auch eher eine Außenanlage. Müssen wir mal gucken. So, schau doch mal an, wie schön zu das hier jetzt ist. Herrlich. So, die Steine lasse ich hier. Den Quarzblock und den Quarz auch mal. Bisschen Werkzeug haben wir noch. Wir haben noch 7 Pfeile hier. Ich schaue jetzt gleich nochmal in die andere Truhe. Haben wir da noch was an Pfeilen? Nein, okay. Jetzt geht's ans Obsidian. Wir suchen uns jetzt eine schöne Stelle für ein Portal und das bauen wir jetzt einfach mal hin. Ich hätte gesagt, wir fahren tatsächlich jetzt dahinter. Das ist eine Pilzinsel, okay. Ist jetzt nicht so optimal, ne? Schauen wir mal, was in der Richtung noch kommt. Eigentlich müsste hier jetzt dann auch mal ein neuer Kontinent anfangen, ja, Tatsache. Wald ist eigentlich immer nur auf Kontinent. Wir wollten ja auch so eine Verbindungsstelle zur neuen Welt haben. Und die hätten wir dann hier. Wenn wir dann die Portale im Nether verbinden, können wir im Nether ganz bequem hin und her. Und in der Oberwelt müssten wir halt mit dem Boot fahren. Wäre ja okay. Kann man es noch sehen? Ja, so ein bisschen hat man es gerade noch gesehen. Und hier hätten wir auch so eine leichte Bucht, wo man reinparken könnte. Dann hätten wir hier tatsächlich einen neuen Kontinent gefunden. Ein Standard-Kontinent, Freunde. Mit Birken, Eichen und wirklich ganz, ganz Standard. Die Frage ist nur, wie viel ist das Kontinent oder ist das einfach nur eine große Insel? Sieht eher nach einer großen Insel aus, wenn ich mich so recht umsehe. Aber sehr, sehr viele Pilzbiome haben wir hier. Und es ist vielleicht doch ein Kontinent. Da vorne sehen wir Winterwelt. Und es ist, ja, ein Kontinent, doch. Also hier geht's doch deutlich weiter. Ist vielleicht so ein großer Inselkontinent so zwischendrin mal. Nicht die ganz große Welt, aber groß genug. Groß genug. Allerdings haben wir jetzt hier nicht wirklich Berg, ne? Nicht wirklich Berg. Man sagen kann, da könnte man sich jetzt mal reingraben. Wo würde sich das denn anbieten?
Thank you.